Ich fahre heute auf die Zugspitze hoch. Wir werden dem Berggottesdienst hoffentlich beiwohnen. Um die Hochzeitsplanung zu besprechen. Haben Sie den besten Ausblick? Nee, nicht. Ich hatte schon zwei Hochzeiten und mehrere Ehejubiläen oben. Und das war immer ein schönes Erlebnis auch dann, mit der Gemeinde dann vor Ort zu feiern. Wir hatten es eigentlich immer vor, haben es nur nie umgesetzt. Wollten ursprünglich auch in Österreich kirchlich heiraten. Einfach nach einer schönen Kirche gesucht, nach was Besonderem. Also wir fahren jetzt auf die Spitze oben, auf die Bergstation und werden dort aussteigen und uns ein bisschen das anschauen und dann auf der anderen Seite runterfahren zum Sonnenalpin, wo auch die Kapelle ist. Sie merken jetzt ein bisschen auch der Wind, die Fallwinde, die jetzt in der Höhe dann immer wieder auftreten und ja, eigentlich ist es heute noch sehr harmlos. Bei großen Windstärken wird die Seilbahn abgeschaltet. Dann wird nur noch die Zahnradbahn Betrieb sein. Also, aber es kommen immer wieder Leute rauf. Egal bei welchem Wetter. Ich bin froh, dass ich oben bin. Man sieht hier unten dann auf der Seite natürlich die ganzen Skilifte, die Skigebiete. Wir sehen die Innenstadt, also die Bergstation der Zahnradbahn und daneben auf einer Anhöhe, etwa 150 Meter entfernt, die Kapelle Maria Heimsuchung, die Zugspitzkapelle. Zugleich ist es dann natürlich auch die höchstgelegene Kapelle Deutschlands hier auf der Zugspitze. Geht's in die nächste Station? Ja, jetzt haben wir auch schon ein bisschen darauf hingewartet und dann freut man sich natürlich auch irgendwann, wenn der Tag dann mal dann da ist. Man merkt schon, dass es langsam zuzieht. Es ist schon ein besonderes Gefühl auch, mit Menschen, die hier meistens dann als Touristen herkommen, auch dann Gottesdienst feiern zu können, weil die besonders aufgeschlossen sind, diejenigen, die mitfeiern. Man muss die Liebe zum Bergen haben, glaube ich, ganz wichtig. Man muss die Berge lieben, ganz wichtig. Also wir fühlen uns von dem Pfarrer sehr gut betreut. Ich denke, der macht das wirklich mit Herz und Seele und das ist das Wichtigste. Ja. Ja. Sein Fest, Jesu Geist in unserer Mitte, Jesu Werk in unseren Händen, Jesu Geist in unseren Herzen. Aufsteigen, oder wie die meisten es von uns heute getan haben, hier auf die Zugspitze hinaufgefahren sind. Herr, wir bitten dich für alle, die heute an diesem Sonntag hier auf der Zugspitze sind. Für uns, die wir als deine Gemeinde nun miteinander diese Bergmesse feiern. Lass diesen Tag für Sie und für uns alle zu einem schönen Erlebnis werden, von dem wir noch lange im Alltag zehren können. Also besonders gefallen hat mir, was ich eben auch immer wieder empfinde, dass wenn man in die Berge geht, dass man halt den Alltag so hinter sich lassen kann und diese Ruhe genießen und die Natur. Und das ist einfach ein ganz besonderes Gefühl. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser Thema. Ich finde, es war eine sehr intime Atmosphäre auch. Und ja, es war, die Kommunion fand ich auch besonders schön. Das hat wirklich wie eine Gemeinschaft sich angefühlt auch. Ja. Und das ist in den großen Kirchen ja nicht möglich. Sowas. Das ist schön gemacht. Sehr. Hallelujah.
lasst uns gehen in Frieden. Dank sei Gott im Haus. Bleibst du nicht da, den machen wir mal ganz kurz, gell? Ja, es war eine schöne Atmosphäre auch, finde ich. Ja. Was Besonderes. Versuche wirklich, und das ist auch so, mein Herz auch hineinzugeben. Und ich glaube, das spüren auch die Menschen, denn der Glaube ist ja etwas, was auch zu Herzen gehen soll und vor allem das Herz erreichen soll. Nicht nur hier,